Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, heute ist wieder Uncharted dran. Denn mir ist auch aufgefallen, dass ich Uncharted 4 und Tomb Raider Genesis halt ein bisschen außer Acht gelassen habe. Heißt, das ist ja, habe ich ja schon ziemlich lange kein Video mehr zu gemacht. Und ja Leute, die nächste Tomb Raider Folge wird dann auch im Herbst der nächsten Woche kommen. Danach wird es dann auch sowas nicht mehr geben, dass in dein Spiel dann 3 Monate oder so nicht mehr dran kommt. Aber jetzt werden zu jedem Spiel regelmäßig welche kommen. Ihr habt sicher schon gemerkt, zu Prey, bei Prey ist mir das gleiche passiert. Das war ja auch, bis ich es vor kurzem wieder gemacht habe, wieder auch 3 Monate nicht mehr oder so. Oder noch länger, glaube ich. So Leute, und hier sind wir wieder in dieser Zelle hier. In diesem alten spanischen Gefängnis, direkt neben dem neuen spanischen Gefängnis. Ja, Leute. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Gut. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Schon besser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Ah, interessant. Moment mal, ich würde mir das nochmal gerne angucken. So ein Ding und sowas. Okay. Moment mal, das ist hier. Das ist hier. Da haben wir diesen Schützen da. Oder ich glaube ja, das ist der Schütze. Und ja, Leute, der hat eine 10. Dann suchen wir erstmal die 10. Das sind die 10. X. Da unten. Da. Ja. Römische 10. Okay, das klappt nicht. Dann, wie sieht noch das andere Ding aus? Was stand nochmal im Brief? Dann ja. Ja, so sieht das aus. Okay, das suchen wir jetzt auch mal. Hey, soll das das da sein? Ne, oder? Nein, das ist ein anderes. Ist es das? Moment mal. Skorpionzeichen. Doch, es ist Skorpion. Römische 2. Ah, interessant. Ich guck mal, jawohl, das ist es wohl. 2. Wo sind die 2? Probieren wir mal die 2 aus. Die ist da, ja moin. So, ja, klappen beide nicht. Okay. Vielleicht. Schütze. Römische 10. Was soll man machen? 10, vielleicht. Vielleicht bei beiden zusammen. Ist die wohl. Warte mal. Das ist 10. Könnte eine 12 sein. Lass mal die 12 suchen, okay. Wir suchen jetzt einfach mal die 12. Ja, was ist denn das? Ne, ist eine 9. Wissen die überhaupt? Da unten ist eine 12, guck an. 10 und 2. X und II. Ja, das ist es. Das ist es. Da, der Stein bewegt sich. Jawoll. Da haben wir es doch. Nice, ey. Sieh sich das einer an. So, hier haben wir so eine Art Kreuz, aber. Moment mal, der Typ, der ist ja nicht gekreuzigt, der ist ja dran gefesselt und. Ja, und umdrehen. Igna factis recipimus. Was das heißt, weiß ich nicht. Bisschen Latein kann ich ja von der Schule, aber das kann ich nicht lesen. Also, ja, Leute, ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt lesen muss. Ich glaube, der weiß das. Also, Leute, der Typ. Ja. Kreuz halt sofort an Jesus, aber der ist ja nicht gekreuzigt, der ist ja so gefesselt, das scheint nochmal eine andere Bedeutung zu haben. Na gut, wir gucken gleich mal. Ich würde sagen, wir nehmen das erstmal mit. Was ist noch drin? Nichts. Was muss das sein? Dann mal zurück. So, aber wie sollen wir denn zurückkommen? Ist jetzt die Frage. Weil das Fenster ist ziemlich hoch, da kommen wir auf jeden Fall nicht mehr hoch. Auch nicht mit dem Haken, oder? Haken geht nicht, nein. Ach so, lol. Jetzt auf einmal können wir hier durchgehen, interessant.
aufpassen. Okay, da oben ist ein Alter für den Greifhaken. Let's go. Was ist denn jetzt? Ach, hier ist gar nichts. Was soll man jetzt hin? Ach, steht da. Na gut. Und wie geht das? Ah, okay, okay, okay. Ja, let's go, Leute. Jetzt. Okay. Guck mal, diese Sonne, also solche Abhänge kenne ich irgendwie. Ich habe mittlerweile gelernt, bei dem Spiel musst du wirklich auch kennen, wie diese Abhänge aussehen. Weil zum Beispiel so ein Abhang, werden wir rutschen da gleich ab, aber ich glaube, wir dürfen da unten nicht runterrutschen. Wie sieht's denn da aus? Ja, es sieht ziemlich buschig aus, also wahrscheinlich würden wir es theoretisch überleben, aber ich glaube, in dem Spiel würden wir sterben. Ich glaube, wir schwingen uns da hinten hin. Oh, das war's wieder komplett. Das war's wieder komplett. Also dahin schwingen gibt's nicht. Okay, let's go auf ein neues. Das war jetzt wieder gar nichts, aber das habe ich jetzt nicht gecheckt. Warum ist er nicht da dran gesprungen? War, ist wohl zu weit weg. Kann er wohl nicht. Hallo. Geh doch runter. Ach so, ich muss halt eins gedrückt halten. Okay, jetzt lass uns mal einfach fallen. Mal gucken, ob wir dann vielleicht aus dem Fallen da dran springen können. Und jetzt. Ja moin, es geht doch. Nice, ey. Ich bin schon wieder einmal gestorben. Sterben wir irgendwie zu oft. Ich versuch mal in Zukunft nicht so oft zu sterben in dem Spiel. Oh. Langsamer sollten wir gehen. Hier unten haben wir den Boden, wo wir runterrutschen. Ist irgendwie so oft. Man kann tatsächlich in solchen Spielen teilweise am Boden erkennen, wo man hin kann, wo man nicht hin kann. Ah, nice. Aber wohin jetzt? Können wir hier runter? Nein. Ne, aber da hinten gucken. Da sind Griffe. Ich glaube, wir lassen uns fallen und kommen mit rein. Okay, let's go. Ah, haben wir es noch. Nice, ey. Und das haben wir es. Da haben wir es. Easy. Was heißt easy, wenn einmal gestorben war? Der Rest war eigentlich nicht so schwer jetzt. Auf Wiedersehen, Schulter. Und. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Also, wir wollen ihm keinen Anteil geben. Okay. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und wo genau kommen wir hier jetzt weiter? Das check ich jetzt eher weniger. Hier rutschen wir wieder runter, das sieht man schon. Da auf solche Felsen können wir nicht drauf. Auf solche glatten Dinger. Da hinten ist so ein Teil, aber ich weiß nicht, als ob man da hinkommt. Ich guck lieber erstmal wo an. Wobei, wir haben noch den Haken. Ich guck erstmal, ob man hier noch irgendwo weiterkommt. Oh, moin! War das knapp, ey. Ich dachte schon, ich wäre schon wieder tot, Alter. Das war wieder so extrem knapp. Come on. So, aber wir können da unten bestimmt hin, aber was soll uns das bringen? Da hinten kommen wir definitiv gar nicht lang. Wieso mit da hoch? Ne, lass mal. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Und da unten können wir auch vergessen, das ist viel zu weit. Wobei. Ich glaube, wir tryen erstmal hier. Wenn wir sterben. Okay, let's go. Und machen wir uns bereit und da, jawohl, haben wir es doch. So, noch einmal Anschwung nehmen. Und let's go. Und da haben wir es sauber, ey. Geht doch. So, hier kommen wir bestimmt hoch. Was macht der da? Okay, das check ich jetzt ernsthaft nicht im. Das versteht man manchmal nicht. An sowas kommt der hoch. Der kann solche geilen Stunts machen. Der kann mit 5 Meter weit springen oder noch weiter. Der kann alles Mögliche machen. Aber er kommt nicht an dieser Mauer hoch. Willst du mich verarschen? Aber okay, aber das sieht auch nice aus. Ich glaube, wir kommen hier hoch. An solchen Sachen kommt man schon eher hoch. Boah. Bei dem geht's echt nur auf die schwierige Variante, ne? Was leicht ist, geht nicht. Da wären wir nämlich auch schon direkt da gewesen. Aber das wäre zu leicht für uns, ne? Hm. So,
wird es da denn jetzt hier? What? Was genau war das jetzt bitte? Willst du mich verarschen? Das war 3 Meter darunter. Hä? Warte, Moment mal. Was war das jetzt? Was sollte das? Das war 3 Meter darunter. Als... Okay, klar. Wahrscheinlich ist es so gedacht, dass wir hier durchgehen, aber trotzdem. Das ist auch ein Scherz hier, als ob wir hier nicht runterspringen können. So lächerlich, ey. Aber okay, wir gehen hier durch. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Was machen wir jetzt? Ja. Gibt es irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Jetzt haben wir ihn verarscht. Wahrscheinlich damit er keinen Anteil bekommt. Aber... Wo verstecken wir das Ding überhaupt? Wo haben wir das überhaupt? Haben wir das mitgenommen oder hat er es jetzt da gelassen? Klar, haben wir es mitgenommen, aber... Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Fast so gut wie ich. Te puedo decir, ¿eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rafe finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rafe, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Haben wir's. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Habe ich mir schon gedacht. Digna factis recipimus. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Ja,
nahm seine Strafe mit Demut und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Gut, da haben wir unsere nächste Frage. Ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich. Och nee. Lass mich raten. Mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Le dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. ¡Gino sale! Hey, ¿weißt du was? Tú no te metas. Okay. Okay, let's go. Gibt's hier wieder echt Stress? Du hast dich auch nicht angeboten. Leute, dafür ist keine Zeit. Können ja auch rollen. Den holen wir uns jetzt. Komm schon, let's go. Und weg bist du. Einer ist am Boden. So. Oh Scheiße, der hat uns getroffen. Ah. Aber jetzt haben wir ihn. Ja, lol. Down, ey. Den haben wir auch. Oh, Scheiße. Weg mit dem. Weg mit dir. Boah, das war ein schöner Wurf. Oh, Scheiße. Ah, Hilfsprobleme. Haben wir ihn und jetzt machen wir ihn fertig. Scheiße. Scheiße. Boah, das war knapp. Das war echt knapp. Aber jetzt. Oh, jetzt gibt's hier Probleme. Ja, basta de hablar. Oh, da sind die Wärter. Aber wo hat der denn sein. Wo hat der denn ein Messer her? Aliense! Warum läuft der mit dem Gefängnis und Messer rum? Okay. Was ist das? Hä? Dame! Ist das Schmuggelware? Kajate! Für wen hältst du dich? Llevo su celda! Hat das doch entdeckt. Traje los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjenos. Oh, jetzt gibt's Stress. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay. Du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs?
Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. 400 Millionen? Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Was tut er jetzt? Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Das war keine gute Idee, glaube ich. Folgt mir. Eine Sache check ich nicht. Warum hat jeder im Gefängnis ein Messer in der Tasche? Verdammt nochmal. Rafe, wo gehen wir hin? Zum Leuchtturm. Laut Vargas ist das Boot direkt darunter. Na, jetzt gibt's Probleme. Keine Ahnung. Gehen wir nach draußen. Naja, der wollte halt seinen Anteil nicht verlieren und deshalb wollte halt mehr Geld bekommen und deshalb hat er ihn wohl erstochen. Und komm schon. Oh scheiße, die kommen da. Die schießen ja mit direkt schon mit Maschinengewehren auf uns. Das ist jetzt nicht so optimal. Haben die schon entdeckt, dass der eine tot ist? Dass die schon mit MGs auf uns schießen, ey. Oh, da gibt's Stress. Wie? Ich hab keinen Schuss abbekommen. Hat aber scheiße gezielt. Oh. Wo lang? Ah, da oben haben wir einen schönen Weg. Und wieder alles zu. Oh, nicht im Ernst. Ah, hier ist was. Ah, oh, scheiße. Den haben wir voll abbekommen. Oh, das war komplett. Aber das war jetzt nicht meine Schuld. Boah, nicht im Ernst jetzt. Es kommen die. Wollt ihr mich verarschen? Sind das nicht Häftlinge jetzt oder sind das Wärter? Und sauber. Und kontern und easy. Den haben wir auch. Okay, let's go. Let's go, komm schon. Nicht lang, okay. Oh lol. Da sind die auch. Ach, scheiße. Raus da. Schnell. Scheiße. Ah, doch weiter da lang, okay. Ich wollte gerade umdrehen. Da oben ist er, ja. Ah. Okay, let's go. Komm schon, wir sind weg hier. Und rüber. Oh. Oh scheiße, wir werden hier echt, oh, wir werden hier am laufenden Bande beschossen, ne? Und boah, spring. Oh. Sam, komm, ich zieh dich hoch. Und komm schon. Ich hab dich. Nein, festhalten. Sam! Die andere Hand! Los, hoch! Nein! Sam!
müssen weiter. Nein, er ist noch da unten. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist auf der anderen Seite. Nein, ich kann nicht. Ich lasse sie nicht hier. Nate, dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Wie du willst. Scheiße. Das geht nicht. Der ist tot. Der hat die MP-Salve erwischt und dann von der MG. Da ist er da runtergefallen. Der kann nicht mehr am Leben sein. Es wäre wahrscheinlich Selbstmord, da runter zu springen. Oh, scheiße, scheiße. Ah. Das war jetzt nicht so optimal, glaube ich, aber ich glaube, wir sind nicht gestorben. Hoffe ich mal. Ja. Okay, geht weiter. Gut, jetzt kommt der Vorspann. Ja, Leute. Den konnten wir nicht retten. Also, es ist halt die Frage, ne? Die Frage ist halt auch wirklich, hätten wir ihn retten können? Und das wäre so ein Spiel, wo man halt jetzt mehrere Entscheidungen treffen könnte. Und wir sind jetzt weggerannt. Wir hätten aber auch runtergekonnt. Oder... ist halt die Frage, jetzt hätten wir ihn noch retten können? Glaube ich aber nicht mal, weil ich glaube, das gehört so zur Geschichte, weil... so wurde er halt dann von der MG schon abgeknallt, da ist er runtergefallen. Wir wären da überhaupt nicht mehr hingekommen und ja, hätten wir nicht geschafft. Also Leute, ich denke, es war die einzige Entscheidung, die zum Überleben geführt hätte, jetzt da wegzugehen. Und ja, Leute, hier sehen wir jetzt so den Vorspann sozusagen. Ich würde sagen, ja. So, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, kostenlos. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, ich gucke jetzt noch kurz, bis das hier zu Ende ist. Und ja, Leute, dann werde ich das nächste Mal auch wieder, keine Sorge, ich habe das mit Fortnite 50-50 nicht vergessen. Dazu komme ich beim nächsten Video. So, Leute, ja, Tomb Raider kommt auch noch diese Woche. Bis zum nächsten Mal und ciao.